Eisenbahnübergänge sind Gefahrenschwerpunkte. Fehlverhalten führt in diesen Bereichen zu Verlusten an Volkseigentum. Oft sind Menschenleben zu beklagen. Es ist notwendig, die hier geltenden Bestimmungen gewissenhaft einzuhalten. ...240 Meter vor dem Bahnübergang ist das Überholen mehrspuriger Fahrzeuge verboten. Spätestens 160 Meter vor dem Bahnübergang muss die Geschwindigkeit so verringert werden, dass im 80-Meter-Bereich eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde erreicht ist. Beim Überholen wird für wichtige Sekunden die Sicht für Überholer und Überholten beeinträchtigt. In keinem Falle reicht die Strecke bis zum Bahnübergang aus, um den Überholvorgang gefahrlos abzuschließen. Besonders gefährlich sind jene Bahnübergänge, an denen durch Landschaft oder Bebauung die Sicht auf das Bahngelände eingeschränkt ist. Im 80-Meter-Bereich ist das Überholen für alle Kraftfahrzeuge einschließlich Motorräder und Fuhrwerke untersagt. Die geringste Sichtbehinderung in diesen Bereichen bedeutet Lebensgefahr, weil die niedrige Geschwindigkeitsdifferenz zwischen den Fahrzeugen einen zu langen Überholweg nach sich zieht. Gute Sicht an Bahnübergängen bedeutet Sicherheit. Das heißt, sowohl die Sicht des Kraftfahrers zum Bahnkörper, wie auch die des Lokführers auf die Straße. Häufig aber sind solche Sichtverhältnisse anzutreffen. Im Allgemeinen wurden die Bahnübergänge vor mehreren Jahrzehnten angelegt. Zu jener Zeit fuhr man sowohl auf der Straße wie auf der Schiene gemütlicher. Heute ist das anders. Das Zeitalter des technischen Fortschritts brachte wesentlich höhere Geschwindigkeiten mit sich. Deshalb wurde im Interesse der Sicherheit des Schienen- und Straßenverkehrs 80 Meter vor dem Bahnübergang eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde angeordnet. Schienenfahrzeuge benötigen gegenüber Straßenfahrzeugen einen wesentlich längeren Bremsweg. Als der Lokführer die Gefahr erkennt, beginnt er sofort zu bremsen. Bei einer Geschwindigkeit von nur 60 Kilometern pro Stunde hält der Zug erst weit hinter dem Bahnübergang. Der Lokführer hat also keine Möglichkeit, die Gefahr abzuwenden. Hier durchfuhren wir den 80-Meter-Bereich mit etwa 60 Kilometern pro Stunde. Die vorbeihuschenden Bäume oder Gebäude verwischen die Sicht auf den Bahnkörper. Jetzt die gleiche Strecke mit 30 Kilometern pro Stunde. Bei diesem Tempo ist der Zug durch die Baumlücken deutlich zu erkennen. Deshalb nochmals, im Bereich von 80 Metern vor dem Bahnübergang dürfen auf keinen Fall mehr als 30 Kilometer pro Stunde gefahren werden. Kraftfahrer von Omnibussen, LKW mit Personenbeförderung und Kraftfahrzeuge mit gefährlichen Gütern tragen im Berufsverkehr und für den Transport volkswirtschaftlicher Güter eine hohe Verantwortung. An Bahnübergängen müssen sich diese Kraftfahrer über die Situation auf dem Bahnübergang genau informieren können.
Deshalb bestimmt das Gesetz für Sie, vor dem Bahnübergang anzuhalten. Busfahrer verantworten das Leben und die Gesundheit vieler Menschen. Die Lage der meisten Bahnübergänge gestattet erst kurz vor den Schienen eine klare Sicht. Hier muss sich der Busfahrer besonders konzentrieren. An einem am Bahnübergang haltenden Bus vorbeizufahren ist gefährlich und verboten. An diesem orangefarbenen Zeichen erkennen Sie Fahrzeuge, die gefährliche Güter geladen haben. Auch Sie müssen an Bahnübergängen grundsätzlich anhalten. Das Gesetz verbietet, an solchen am Bahnübergang haltenden Fahrzeugen vorbeizufahren. Diese Fahrzeuge sind auch an der Heckfläche gekennzeichnet. So weiß jeder Nachfolgende, dass der LKW am Bahnübergang anhalten wird. Vermindern Sie also rechtzeitig die Geschwindigkeit, damit Sie sicher und mit ausreichendem Abstand anhalten können. Um Fußgängern an Bahnübergängen längere Wartezeiten zu ersparen, wurde hier eine Brücke errichtet. Ein sicherer Weg über die Schienen. Und gerade hier beobachteten wir im Verlaufe weniger Stunden so etwas. Die sich schließenden oder geschlossenen Schranken zu ignorieren, heißt mit dem Leben spielen. Wenn die Schranken sich nach einer Zugdurchfahrt nicht öffnen, muss man damit rechnen, dass aus der Gegenrichtung ein anderer Zug kommt. Kinder vermögen die lauernden Gefahren noch nicht zu erkennen. Viele Menschen verhalten sich an unbeschrankten Bahnübergängen unbekümmert. Bewohner ländlicher Gegenden kennen die Fahrpläne der hier passierenden Züge genau. Aber es gibt außerplanmäßige Züge. Vergessen Sie das nicht. Fußgänger müssen, wie jeder andere Verkehrsteilnehmer, vor dem Warnkreuz stehen bleiben, wenn sich ein Zug nähert. Deshalb gilt auch für Sie, erst wenn der Schrankenbaum senkrecht steht, darf der Weg fortgesetzt werden. Auch jeder Kraftfahrer muss sich besonders nach dem Öffnen der Schranken diszipliniert verhalten. Um die angestaute Fahrzeugkolonne schnell abfließen zu lassen, muss jeder Einzelne zügig anfahren. Geschieht das nicht, kann es passieren, dass ein Teil der Kolonne noch den nächsten Zug abwarten muss. Genauso falsch und vor allem gefährlich ist es, die vermeintlich verlorene Zeit durch gewagte Überholmanöver und überhöhte Geschwindigkeit wieder wettmachen zu wollen. Das gilt auch für Radfahrer, die glauben, dass die Gasse zwischen den Kolonnen für sie ausreicht. Schwere Unfälle sind oftmals die Folge. Um nach dem Öffnen der Schranken zügig anfahren zu können, sollte man den Gang bereits einlegen, wenn die Schranken sich öffnen. Anfahren darf man erst, wenn der Schrankenbaum senkrecht steht. Trotzdem ist es richtig, sich kurz vor den Schienen noch einmal zu überzeugen, dass es gefahrlos ist, den Bahnkörper zu überqueren. Und dann heißt es, diszipliniert in der Kolonne zu bleiben und gemeinsam das Tempo zu erhöhen. Schwere Fahrzeuge haben ein geringes Beschleunigungsvermögen. Sie sind oft Anlass für gefährliche Überholmanöver. Es ist rücksichtsvoll,
wenn die Kraftfahrer solcher Fahrzeuge nach Passieren des Bahnüberganges die erste Möglichkeit nutzen, um die nachfolgende Kolonne gefahrlos vorbeifahren zu lassen. Disziplin, Aufmerksamkeit und Rücksicht. Im Bereich von Bahnübergängen oberstes Gebot. Dazu gehört die genaueste Beachtung der Vorschriften. Andere auf Gefahren aufmerksam zu machen und dadurch beizutragen, Unfälle zu verhüten, zeugt vom sozialistischen Gemeinschaftsverhalten im Straßenverkehr.